Okay. Also eben war der Teich hier noch selig und ruhig. Schaut jetzt mal auf die Karte, bitte. Ups. Ist immer noch selig und ruhig. Selig und ruhig, ja, weil keine Tiere mehr da sind, die Lärm machen. Richtig. Oh, einen Fuchs haben wir auch noch hier. Ja, wir haben eigentlich, also ich bin ja nur ein bisschen rumgelaufen auf der Karte. Das ist also echt, vom Design her finde ich die sehr, sehr schön. Ja, und sie klingt sehr düster. Also ich fühle mich so ein bisschen wohl hier. Ja, das hat mit dem Ambiente, hat glaube ich viel mit dem Update zu tun. Ich glaube, auf den anderen Karten ist auch Ambiente dazugekommen. Ah ja. Glaube ich. Wir haben da vorne... Ein Trututan. Oh, ich habe Hunger. Komm, wir brauchen noch für Weihnachten einen Trututan. Meinst du, wir sollen einen Trututan jagen? Nee, ich glaube nicht, dass ich den kriege. Außerdem habe ich gar keinen Schrot dabei. Ich habe nur meine Knifte mit 30.06. Ja, wir brauchen Ole, der schießt mit 300 Magnum für alles, ja. Echt jetzt? Ja, das hat auch beim letzten Mal gesagt. Er jagt alles mit der 300er Magnum, ist ihm egal, ja. Warum gehst du und ich schleiche? Mit der Wildrutan jetzt meinen Wind riecht. Oh nein. Ja, nee, der riecht meinen Wind. Ich bin ja voll im Winter. Darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Da macht Schleichen auch überhaupt gar keinen Sinn. Weißt du, warum ich nicht geschlichen bin? Völlig barbar. Warum ist Jenny eigentlich so ganz weit weg? Ich bin gleich da. Ich bin noch in der Shoppinghütte und so. Ich bin hier hinten gespawnt. Weißt du? Oh. Der ist vor dir gelandet. Der ist direkt vor mir gelandet. Ja, ich habe versucht, den im Flug zu kriegen. Das hat nicht funktioniert, aber dann ist er direkt vor mir gelandet. Er hat sich gedacht, ich lande hier mal. Okay, also ich meine mal so, jetzt mit einer 30.06 da drauf zu schießen, ist wirklich behämmert, aber... ich meine, ich habe ihn so getroffen, dass die Brust auf jeden Fall noch intakt ist. Also, die sind aber auch hässlich, oder? Es geht. Du hässlich finde ich die gar nicht. Naja, also die sind ja auch in der Realität nicht schön. Ja, aber ne, einen bunten Kopf, bitten wie Fasching. Ja, komisch. Ungeeignete Munition für dieses Tier. Kommst du da nur drauf, ja. Aber ich habe ihn schön ins Gabelbein geschossen und damit die Brust wirklich noch heile gelassen. Die Beute wurde nicht ausgestopft oder aufbewahrt. Ja, ja. Das ist ja auch alles neu, ja. Wow, das war laut. Es gab guten Geldbonus, 733. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. So schlecht war die Munition gar nicht. Naja, doch. Plus 17 Gewehrpunkte. Ich würde gerne da unten zu dem Fluss gehen, zu dem Teich gehen. Oh, guck mal, da vorne ist ein Bedürfnisgebiet, wo du gerade was zu gehst. Und ein Füchschen schrie uns an. Ein Bedürfnisgebiet für ein Florida-Waldkaninchen. Florida-Weißkaninchen, also klopft Wald, bei der Hase. Wald. Ja, Wald, okay. Ich will auch keinen Fuchs jagen, aber es ist ein Graufuchs. Gandalf der Graue, ja. Bobcat läuft ja auch immer noch lang. Alter, da wird das Kaninchen bestimmt schon weg sein, wenn der Bobcat hier unterwegs ist. Bobcat und Fuchs, ich würde sagen, ja. Die Bobcat, ja. Entschuldigung. Ja, Bobcat wäre ja wieder Werbung. Stimmt. Bob die Katze. Ich hoffe, dass Bob die Katze jetzt nicht hier irgendwie aus dem Wald springt und mir ins Bein beißt. Wie groß ist Bob die Katze denn? Ungefähr so groß wie ein Puma? Größer. Ja, ne? Größer als ein Puma? Ja, ein bisschen größer, glaube ich. Also, ja, du kannst sie vergleichen. Aber ich kann dir eins sagen, es gibt hier keine Pumas. Das ist schon mal gut. Gibt's auf deiner Karte auch nicht. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ja, geringfügig. Dabei spreche ich gar kein Spanisch. Ist das nicht Französisch? Oh Mann, ey. Ja, na klar ist das Französisch. Gern geschehen. Ah, Genevieve eigentlich, hä? Genevieve ist noch... Ich guck noch, was ich mitnehmen kann und was nicht. Ist eine Frau, sie hat nichts zum Anziehen. Oh, das ist doch nicht wahr. Sind das alles Tütetüne? Nee, das sind Gänse. Tütetüne. Aber die Mietze-Asse muss hier auch irgendwo sein.
Aber nun guck. Warum? Warum? Was ist hier denn los? Fällt eine vom Himmel? Aber guck dir mal diese Aussicht an. Ich habe ein Tier gefunden. Allerdings. Ist auch schön. Ist richtig herrlich. Wir sind irgendwie abgekommen von unserem Plan, da zum See zu gehen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann gehen wir gleich an den See weiter, ne? Ja, genau. Da ist ein Bär. Das ist ein richtiger Zoo. Fuchs, Bär, du hast ja alles, wa? Mhm. Enten. Enten sind hier auch. Der Elk liegt da irgendwie auch schön, oder? Krickenten. Ja, ist ein Trinkgebiet da. Ja. Das war ein Fuchs. Ja, der hat mich gerochen bestimmt. Ich setze mich hier mal auf den Hochsitz. Wo war der Bär? Er ist... da. Ach da, genau, okay. Das ist Puh, der Bär, ne? So wie er da sitzt. Mhm. 300 Meter Entfernung. Und hier ist der Fuchs. Und hier ist den schlafenden Elch. Genau. Den Fuchs sehe ich gar nicht. Wir sind noch Enten. Ziemlich viele sogar. Ja, ist ein Bei Trink. Mir hier sind auch Enten. Direkt das neben uns. Trink. Ja, okay. Oh Gott. Wer nimmt was? Ja. Also ich hätte gute Sicht auf den Fuchs. Vielleicht nicht mehr. Nimm ihn dir. Nimm ihn dir. Könnt ihr schießen? Kann ich den Bären haben? Ja, ich nehme den Elk. Warte. Okay, dann seid ihr soweit? Ja. 3, 2, 1, Feuer. Noch ein Fuchs. Na, Truthahn erschossen. Der lief ja gerade. Extra die kleine Knifte genommen, also alles gut. Ja, alles gut. Genau, alles gut. Okay. Also eben war der Teich hier noch selig und ruhig. Schaut jetzt mal auf die Karte, bitte. Ups. Ist immer noch selig und ruhig. Selig und ruhig, ja, weil keine Tiere mehr da sind, die Lärm machen. Richtig. Soll ich ihn nehmen? Den eher annehmen? Das ist der von Sven bestimmt. Das ist der Truthahn bestimmt, ja. Ja, der hat versucht wegzukommen und jetzt, das arme Tier, ey. Ja, du hast daneben geschossen, aber dann ist ihm wohl irgendwas geplatzt. Also wirklich jetzt. Du hast daneben geschossen. Ja, wahrscheinlich hat er einfach Schreck gekriegt. Ja, und er ist vor Schreck gestorben. Und hier steht Muskel 100%. Aber ich glaube, damit ist der Herzmuskel gemeint. Das Herz ist einfach stehen geblieben. So schmerzfrei habe ich das Tier getötet. Ja. Ja, nicht schlecht. Nicht getroffen und trotzdem tot umgefallen. Ja. Ich frage mich immer noch, wo ich auf das Elk geschossen habe. Hol jetzt mal meinen Fuchs. Lag das Elk nicht hier vorne? Ich dachte hier vorne. Hier bei mir liegt der Bär. Bin ich auch schon da. Silbär, 1233. Ich, bin irgendwie gerade überfragt. Ich finde hier keine Blutspur vom Elk. Also nochmal, ich habe vorbeigeschossen. Na, das glaube ich nicht. Hier oben da hinten liegt der. Der Elk? Hm. Aber warum ich hab irgendwas angeschossen? Oder auch nicht? Hä? Das ist das Futtergebiet hier, was du siehst. Also ich habe den Rotfuchs erschossen mit Bronze 950 Taler. Das ist ja sehr merkwürdig. Kein Organ getroffen. Der ist auch vor Schreck einfach umgefallen. Ich hätte schwören können, dass das dein Elch ist. Aber die neuen Modelle sind echt schick, ne? Mhm. Richtig gut. Also, irgendwie...
schräg. Wollen wir mal die Hunde rausholen? Ja. Ich dachte wirklich, ich hätte den hier vorne angeschossen, aber scheinen wir ja nicht. Das ist das, oh, hier ist Blut. Na, guck mal, okay. Geht. Sehr gering. Ja, super. Ja, hier ist Blut. Ne, hier ist Losung. Ja, hier ist aber Blut. Hier ist Blut hinter dir. Alles gut. Okay. 25,50. 25,50? Ich bin hier bei 50,75. Ja, hier bin ich auch wieder bei 50,75. Hä? Bist du sicher, dass 25,50 war? Guck mal. Ist er dann irgendwo wieder zurückgelaufen? Ich bin ziemlich sicher. Ja, der ist hier auch wieder umgedreht. Ja, 25,50 habe ich hier. Der ist hier wirklich wieder umgedreht. Oh. Um 20,50 wieder in die Richtung. Lauf mal ein Stück. Ja. Ist der hier wieder 50 oder was sagtest du? Ja, das sind alles, nee. 25,50 hier. Ah ja, okay. Aber jetzt habe ich kein Blut mehr.